Oh Baby, du machst mich glücklich. Oh Schiri. Oh, hi, hier ist euer Micha. Ja, ich bin wieder in der Natur und habe mir gedacht, da schaue ich doch gleich mal nach heilen Küchenkräuter wieder. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe wieder eine Heilpflanze gefunden. Und zwar eine schöne Heilpflanze. Sie nennt sich kriechender Günsel. Günsel hin und her, es fiel mir noch gar nicht schwer. Oh, irgendwie reimt sich das sogar. Ja, ich habe wieder so ein paar kleine Aufnahmen gemacht. Schaut sie euch doch mal an. Ja, das ist kriechender Günsel. Das ist eine Heilpflanze, das hatte ich ja schon erwähnt. Es ist die Heilwirkung, sagt man. Sie wirkt beruhigend, ist gegen Sodbrennen, antibakteriell, beruhigend, entzündungshemmend, also Mund- und Rachenraum, harntreibend, schmerzstillend. Also es gibt da sehr viel drüber. Die Blütezeit soll von April bis Juni sein. Einige schreiben sogar August. Sie wird zwischen 10 und 35 cm hoch. Okay, das mit diesen 35 habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin dafür alles offen. Ja, was kann man da noch zu sagen? Anwendungsbereich ist, sagt man, Schlaflosigkeit. Sie ist gegen Rheuma, Gicht, Wunden, Verdauungsstörungen und vieles mehr. Ja, man hat sich zu sich genommen in Form von Tee, Tinktur oder Presssaft. Also es ist eine ganz wunderschöne Pflanze, Heilpflanze. Ich zeige euch gleich auch mal, warum sie kriechender Günsel heißt. Günsel hin und her, es fiel mir noch gar nicht schwer. Okay. Günsel hin und her, es fiel mir gar nicht schwer. Ja, hi, hier ist der kriechende Günsel. Ihr seht, warum er kriechender heißt. Er treibt aus oder wirft aus, wie auch immer, verurteilt mich jetzt bitte jetzt nicht deswegen. Ihr könnt mir den genauen Begriff mal schreiben, wenn ihr möchtet. Viele Gärtner, habe ich gelesen, bezeichnen ihn schon als Unkraut, weil sie mögen das nicht, weil er eben, ja, er sprießt wieder woanders aus. Und ich persönlich finde ihn einfach wunderschön, auch anzusehen, wie gesagt. Ich kann euch nur darum bitten, lasst ihn stehen. Ich habe jetzt nur mal für euch ein ja, rausgenommen, rausgehoben, wie auch immer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen meine Doku, was man da so alles mitmachen kann. Und kommt in der Natur und freut euch einfach dran. Ich sage einfach mal ciao, euer Micha Wiesel. Ja, ob man dann essen kann, soweit ich weiß nicht, aber er sieht zum Essen gern aus. Ja, ciao.